Hey Leute, hier ist wieder euer Herr Arbeit und heute zu einem neuen Video zum Format Herr Arbeit seine Meinung. Schon lange nicht mehr gehabt und ihr seht es schon hier, worum sich heute alles dreht. Ein Spiel, worüber in den letzten, ja nun mittlerweile doch schon Wochen, ich glaube 2 Wochen ist es jetzt draußen, viele, viele Leute gesprochen haben, viele, viele Spielezeitschriften und Internetportale geschrieben haben. Es handelt sich um Genshin Impact und auch der Herr Arbeit möchte gerne mal seinen Senf dazugeben. Deswegen gibt es ja dieses schöne Format, Herr Arbeit seine Meinung. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Fragen gerne in den Kommentaren. Ich versuche alles zu beantworten, was ich beantworten kann. Tja, ist es denn wirklich ein gutes Spiel, wenn viele darüber sprechen? Das entscheide ich von meiner Meinung nach aus gesehen nach dem Intro. Also, viel Spaß. Wo wir uns alle ja schon mal einig sind, das seht ihr ja auch hier, ist, es sieht fantastisch aus. Man muss wirklich dazu sagen, das ganze Ding, es ist halt gratis, ja. Also wirklich die komplette Kritik oder Meinung, die ich jetzt äußere in diesem Video, bezieht sich auf Gratis-Content. Das muss man immer so ein bisschen im Hintergrund haben. Ich spiele es hier auf der PlayStation 4. Man kann es auch spielen für den PC und die Android- und iOS-Geräte, wenn das unterstützt wird. Ich habe jetzt von vielen auch schon aus der Community gehört, das Problem dort ist, dass halt eben beispielsweise das Handy nicht gut genug mehr ist. Also man muss da schon auf die Peripheriegeräte achten, dass die dementsprechend die Qualität auch gehen können. Wie gesagt, es sieht wirklich gut aus. Also es sieht sehr gut aus, finde ich. Es ist jetzt keine High-End-Grafik, aber das muss es auch nicht. Es ist stimmig. Und es macht sau viel Spaß und es ist ein Augenschmaus. Ja, in vielen Stellen, wenn man sich auf diesen Grafikstil einlassen kann. Also das ist für mich wirklich ein sehr, sehr geiles Ding. Macht optisch sehr viel her und ja, auch so Pop-Ups etc., die man ja in solchen Spielen ab und zu mal sieht, sieht man zwar mal, aber wirklich sehr, sehr selten und die Weitsicht ist auch vollkommen in Ordnung. Ja, die Weltkarte ist mega groß und ja, ihr braucht gar nicht so lange spielen. Ich sag mal so 5 Stunden, dann habt ihr auch so viel zu tun, dass ihr euch gar nicht mehr retten könnt. Es ist halt wie ein Open-World-Game gehalten, dass man halt eben selbst als Spieler entscheidet, was tut man wie als nächstes. Geht man mehr auf Erkunden, geht man mehr auf, ich helfe jedem, der mir über den Weg läuft, oder folge ich erstmal strikt der Story. Die Kämpfe sind am Anfang, wenn man in das Spiel reingeschmissen wird, relativ simpel. Man denkt so, boah ey, das ist ja wirklich nur ein bisschen Tastensmashen und dann war's das. Aber ich kann euch da beruhigen, spielt es ein bisschen länger und der Schwierigkeitsgrad, er zieht wirklich gut an. Folgendes ist da halt eben ausschlaggebend und zwar das Elementsystem. Sowohl eure Charaktere, mit denen ihr spielt, wie auch die Gegner unterstehen immer irgendein Element, Feuer, Wasser, Eis, Elektro. Also wie gesagt, da gibt es, ich glaube, 7 Elemente in dem Spiel. Ob da noch andere mit dazukommen, das steht offen. Es ist auf jeden Fall, wird ganz stark gemunkelt, dass da jetzt demnächst schon die ersten neuen Charaktere angekündigt werden. Also dementsprechend, da ist viel Potenzial und ich gehe mal kurz auf so die Sachen ein. Ich kann nicht alles erklären, ne? Dafür ist die Zeit zu kurz. Und ihr wisst es ja auch, im Endeffekt vergisst man immer irgendwas. Ja, ich will mal so auf die wichtigsten Sachen eingehen und zwar fangen wir da mal an mit das, was man so hört an Kritik und was für viele, denke ich mal, so dieses ich probiere es nicht aus Kriterium ist. Und zwar die Ingame-Käufe. Ja, das Spiel, es hat Ingame-Käufe. Ihr könnt euch verschiedene Arten von Währungen zulegen, unter anderem Gebete, um halt eben Charakter oder geiles Loot zu besorgen. Das ist dann natürlich Lootbox-technisch Zufallsprinzip. Das heißt, ihr wollt natürlich das seltenste 5-Sterne-Item oder die seltenste Figur mit 5 Sternen haben, die dann logischerweise auch die stärkste und beste ist. Und das funktioniert nach Zufall. Ich habe mich mal im Internet so ein bisschen belesen. Ein Spieler hatte so lange diese Boxen gekauft, bis er alle Charaktere hatte. Und das waren 2000 Euro, die er da versenkt hat. Wer das kann, wunderbar. Ein anderer Spieler hat gesagt, ich probiere es so lange, bis ich den besten Charakter, bester Charakter, also er ist schon mega stark. Will jetzt hier nicht spoilern, aber bis ich den habe, das waren 300 Euro.
Also da seht ihr so, wo man sich hinbewegen kann. Aber man kann das auch alles gratis sich irgendwie erspielen. Es dauert eventuell sehr, 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 sehr lange. Ne? Und dementsprechend hat man so diese eigene Entscheidung. Und es gehört natürlich wieder Glück mit dazu, logisch. Ne? Es kann wirklich passieren, dass irgendeiner eine Gratis-Box zieht und mit dieser 0,3%igen Wahrscheinlichkeit da halt eben diese eine Figur zieht oder eine 5-Sterne-Waffe. Wie gesagt, es ist unwahrscheinlich, aber es wäre wohl möglich. Und dementsprechend kann das jeder für sich selbst entscheiden. Bei einem Spiel, das vom Umfang her wirklich allein am Anfang schon euch 12 bis 15 Stunden fesseln wird, für lau, kann auch jeder mal entscheiden, wenn es ihm wirklich gefällt, dass er da vielleicht ein bisschen Geld investiert. Wie gesagt, es ist eine freie Entscheidung, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, das gönne ich dann Entwicklern, die sich so viel Mühe geben. Es ist wirklich viel vertont, das finde ich sehr, sehr geil, auch wenn jetzt keine Lippensynchronitäten herrschen. Aber auch die Videosequenzen und die Story ist jetzt kein Meisterwerk von der Story, ja, aber es ist nicht schlecht. Es ist wirklich spannend, man will wissen, wie es weitergeht. Es macht Spaß. Oft ist der Vergleich zu lesen oder zu hören zu Zelda Breath of the Wild und auch dazu kann ich sagen, ja, also wer den nicht sieht, ja, er ist da, ne, definitiv. Was sehr, sehr schön ist, ist auf jeden Fall, dass, wenn man im Regen klettert, man nicht noch mehr Ausdauer braucht, ne. Ja, was ich ganz interessant finde, ist das Level-System, denn es ist rollenspieltechnisch so, dass ihr eure Charaktere auflevelt mit Loot, das ihr von Gegnern oder aus Missionen bekommt, bis zu einem bestimmten Punkt. Ja, also das wäre dann so am Anfang Stufe 20 und dann könnt ihr sie später in die nächste Levelstufe hoch aufrüsten und dann könnt ihr sie bis Stufe 40 aufleveln und so weiter. Und das gleiche geht dann auch noch für die Waffen. Ihr könnt die Waffen aufleveln und die dann aufrüsten und dann könnt ihr sie noch verfeinern. Also das Level-System ist sehr, sehr interessant und macht auf jeden Fall Spaß. Dann sammelt ihr noch alle möglichen Sachen auf der Karte, womit ihr dann Gebete an den Statuen sprechen könnt. Und dadurch steigt dann auch noch die Ausdauer und so eine Sachen. Also das ist wirklich ein interessantes System, wie ich finde, macht auf jeden Fall Laune. Und dann kommen wir mal zu einem anderen Punkt, was ich wirklich sehr, sehr gut finde, ist die Vielfalt in wirklich dem Anfang des Spiels an Missionen. Sowohl Nebenmissionen wie auch die Story-Missionen. Ihr werdet sehen, es ist wirklich sehr, sehr abwechslungsreich und interessant abwechslungsreich. Es ist jetzt nichts, wo man sagt, boah, Alter, innovativ schlechthin, aber es ist echt witzig, ja. Ihr geht kurz mal jagen, ihr müsst kochen, ihr müsst schleichen an Wachen vorbei, ihr müsst eine Flugschule absolvieren. Also so viel nebenbei, neben den Schreien und Dungeons, die ihr sowieso bereist, muss ich sagen, richtig cool. Und dann ab Abenteuerstufe 16, ja, es gibt auch noch Abenteuerstufen neben den Level der Charaktere, könnt ihr online zocken. Und zwar mit anderen. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Das werde ich auch noch machen. Aber allein Singleplayer-technisch macht das schon richtig, richtig Laune. Inwiefern dann irgendwann doch zum Ende hin oder im späteren Spielverlauf die, ich sag mal so, der Zwang nach besseren Charakteren mit anderen Fähigkeiten notwendig wird, mag ich noch nicht zu beurteilen. Bis jetzt alle Charaktere, die ich so frei erspielt habe, reichen mir vollkommen aus, machen Spaß, bringen Abwechslung und es ist bis jetzt alles machbar. Ne? Die Rätsel, also es gibt wirklich auch viele, viele Rätsel, so einfach so auf der Karte, da läuft man mal vorbei und denkt so, hier musst du was machen, ja, oder so kleine Herausforderungen, Aufgaben, die ihr lösen müsst, die sind jetzt nicht sehr, sehr anspruchsvoll. Ich hatte bis jetzt noch kein großes Problem. Aber wer weiß, was da kommt. Es sind auf jeden Fall schön durchdachte Sachen. Und auch die Hauptstadt, ich nenne sie jetzt mal Hauptstadt, in der ihr euch am Anfang befindet, ist total genial designt. Und was ich ganz, ganz gut finde, ist der Witz. Ja, der ist so mein Humor. Es ist sehr, sehr vieles sehr, sehr witzig. Ihr habt zwar oft die Möglichkeit, über Multiple-Choice Fragen zu beantworten oder am Gesprächen teilzunehmen. Inwiefern das jetzt so wirklich Einfluss auf Story, Gespräche oder Charakterentwicklung zwischen den Protagonisten wirklich Einfluss hat, ja, ich glaube, das ist nur eine kleine Spielerei, aber es ist oft von den Gesprächen her sehr, sehr witzig, gefällt mir sehr gut. Also es hält mich auf jeden Fall jetzt die ersten Stunden
wirklich gut bei Laune und kann es wirklich jedem nur empfehlen, der jetzt auch hier nochmal zuguckt und sich noch nicht getraut hat. Probiert es einfach aus. Wie gesagt, es ist kostenfrei. Und so ein Spiel kostenfrei kriegen manche Vollpreistitel nicht hin. Ja, also das muss man einfach mit dazu sagen. Ganz interessant wird dann auch noch sein, wie in Zukunft die Unterstützung ausschaut. Das heißt, was es für Dungeons neu dazu gibt, wie sich die Gebietskarte weiterentwickelt, ob es neue Gegnerarten geben wird, was dazu kommt. Und ja, das ist auf jeden Fall eine Sache, die interessiert mich sehr. Natürlich auch noch die Figuren, die neu mit dazukommen oder eventuell mit anderen Waffen, anderen Fähigkeiten, eventuell anderem Element, obwohl ich denke mal, dass das eher nicht der Fall sein wird. Aber man weiß ja nie. Und was ich euch auf jeden Fall noch sagen kann, was ja in so einem Spielen immer ganz interessant ist, auch in der Story, wie schaut es denn aus mit Bosskämpfen? Und ja, auch Bosskämpfe gibt es. Die sind jetzt nicht so pompös wie in den, ja, ich sag mal so, vergleichbaren Rollenspielen oder Action-Spiele. Aber das ist so manchmal schon so ein kleines befriedigendes Gefühl, wenn man denn so diesen einen Gegner, auf den man es abgesehen hat in der Nebenmission oder in der Hauptstory, wenn man den dann gekillt hat. Jo, das war es auf jeden Fall von Herrn Arbeit zu Genshin Impact. Wie gesagt, ich kann es nur empfehlen, probiert das Ganze mal aus. Haut auch gerne in die Kommentare unten, wie ihr das findet, falls ihr das schon spielt. Und ja, vielleicht sieht man sich ja mal zusammen und geht dann auf Abenteuerjagd. Herr Arbeit bedankt sich auf jeden Fall fürs Zuschauen, sagt Tschüss und bis zum nächsten Mal.